Nix. Seine Frau haben wir auch schon geplündert. Die sind alle tot. Definitiv tot. Gehen jetzt nochmal zurück? Das wäre echt ärgerlich, wenn wir jetzt beide Aufträge verpatzt haben. Nur wegen so einem... Wegen Ian. Ist alles Ians Schuld. Warum ist er es noch nicht erledigt? Ja. Die wollen jetzt, dass wir ihn töten. Und er ist bereits tot, also können wir ihn nicht töten. Das ist Computerlogik. Und an ihm vorbeigehen ist keine gute Idee, ha? Ne. Okay, das war also das nächste lose Ende. Das war der Maltese-Falken. Schade. Gehen wir in General Store und verkaufen was. Du, ich würde gern was verkaufen. Wir haben einen echt schlechten Tag. Wir sind zwar schweinereich inzwischen, aber wir haben echt schlechten Tag. Drogen. Falls wir wieder Schlösser knacken müssen. Kann zu Abhängigkeiten führen. Ja, don't do drugs. Außer es ist wichtig. So, dich weg. Dich weg. Schon haben wir zu viel Zeug. Ja, gib mir all deine Deckel. Hast du noch mehr Drogen? Ja, Milch. Achso, Red X können wir noch. Red Away können wir noch mitnehmen. Dann dich da noch mit hin. Flammenwerfermunition. Super Stimpaks. Gib mal, wie teuer sind die? Es geht sogar auf. Nur noch dich und dich und dich. Tun dich damit drauf. Und dann noch Psycho. Davon hat Albert echt Schlimmes gehört. Es soll wohl sehr praktisch sein in Kampfsituationen. Aber das sollte eine Droge sein, von der wir nicht abhängig werden sollten. Ich glaube, die lassen wir lieber erstmal. Fachlexikon. Wie teuer ist ein Stimpak? Hier machen wir noch die Munition weg. Und die Munition weg. Und schmeiß mal so 8 Stimpaks obendrauf. Ja, so, komm, hier. Nimm. Reden. Okay. Ah, es ist sehr ärgerlich. Also, dass wir sowohl das für die Diebesgilde da verhunzt haben, als auch, ne? Das für den Maltese-Falken-Menschen. Aber lässt sich nicht ändern. Wir verschwinden von hier. Wir haben nicht mehr wirklich viel zu tun. Wir haben so ziemlich alles vermuxt, was wir vermuxen konnten. Wir könnten jetzt zu den Raidern laufen. Und die töten. Aber nein. Albert ist jetzt patzig. Obwohl er ein intelligenter, gebildeter Mensch ist, macht er nur Mist. Tötet andauernd Unschuldige. Das heißt, er geht jetzt zu dem Nest und will das Nest erledigen. Wie er es versprochen hat. Und nicht mit irgendwelchem kleinen Kram rumhantieren, wo er ihn noch missbaut. Und wir werden überfallen. Nein. Hallo? 10 mm. Sonst nix. Ja, schön. Dahin. Wir haben es 15 Uhr, das ist eine gute Zeit. Wir würden gerne ins Lager. Und hier töten wir jetzt Deathclaw. Aber wenn wir das da benutzen, haben wir nur eine Aufladung, glaube ich. Nee, dann nimm doch mal lieber dich dahin. So. Ein Deathclaw-Nest auslöschen, bitte. Guter Anfang. Dich habe ich da echt nicht gesehen. Lauf mal schreiend weg. Oh, 2. Nicht Nahkampf, ihn. Nein, nicht Nahkampf. Okay. Nächste Runde Stimpaks nutzen. Wir kriegen gleich auch richtig auf den Deckel. Ihr könnt ruhig ihn töten. Ihr könnt echt ruhig ihn töten. Der baut nur Mist. Lasst mich am Leben. Okay. Du. So. Stimpak. Und 4 Aktionspunkte. Damit können wir nichts machen. Wir könnten jetzt die Schrotflinte aus der Hand nehmen.
und einmal mit der Faust zuschlagen. Aber jetzt mal ehrlich, nee. Ich benutze lieber die 4 Punkte, um mehr AC zu haben. Komm dann auf 30 und dann ist gut. Gut, gut. Das heißt, es sieht so aus. Jen und der Hund machen Schaden. Wir werden verprügelt und pumpen uns mit Drogen zu. Jo, so sieht's aus. Dunk. Dunk. Das heißt, wenn es einmal falsch läuft, ich benutze jetzt sogar mehr, als ich bräuchte. Ich will das nicht eingehen, das Risiko eingehen. Also wenn es einmal schief läuft mit den beiden Deathclaws, dann haben wir ein Problem. So, du nimmst die Drogen da. Die sorgen dafür, dass wir... Oh, Int und Charisma. Und Wahrnehmung, glaube ich, auch. Ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich Wahrnehmung erhöht. Ja, gucken wir mal, wie die Aktionspunkte nächste Runde aussehen. Es wird eine ganze Weile dauern, wenn wir so den Schaden machen. Aber Ian, mit seiner tollen Pistole. Ja, 23 Schaden. Und tritt die Deathclaw. Jetzt werde ich gleich wieder zudröhnen müssen. Also vielleicht sollten wir Ian doch nicht gleich sterben lassen, weil ohne ihn würden wir so einen Kampf jetzt aber niemals schaffen. Ja. Aber vielleicht irgendeinen anderen Kameraden, der nicht gerade ein Hund ist oder total gestört und Frauen erschießen möchte. Das wäre eine Alternative. Das wäre echt eine Alternative und vielleicht ein bisschen besserer Umgang für Albert, weil Albert gleitet völlig ab. Kam ganz naiv aus seinem Vault, war vielleicht ein bisschen gierig und machthungrig, aber so Menschen töten und so, eigentlich war das nicht so auf dem Plan. Das passiert jetzt immer häufiger. Sieht unverletzt aus, so gut wie tot. So gut wie tot ist sehr gut. Mach so gut wie tot, tot. Jo. Komm schon, einmal umschmeißen. Umschmeißen. Das war schon mal kritisch, das ist gut. Das war auch kritisch. Au, nicht mich umschmeißen. Au, au, hey. Au. Au. Ich denke, wir werden gleich ein paar Deckel investieren. Bei dem Drogenhändler. Und ganz vieles dem wegkaufen. Kaufen. Weil das waren jetzt 2 Deathclaws. Und wir waren, glaube ich, noch nicht im Nest. Wir sind im Randgebiet von dem Nest. So, jetzt lass mich schießen. Ich will nicht schon wieder Stimpaks nutzen müssen. Komm, schieß da. Auge. Für 11. Schwer verletzt. Ne, das dauert noch. Mhm. Mhm. Oh, schöner Treffer, 45. Aufstehen. Zisch. Und zisch. Zuck. Oh, das ist dann eine sehr schlechte Position, Dogmeat. Wenn Ian denn einmal daneben schießt, dann bist du hin. Okay. Du. Auge. Kampf. 2000 Erfahrungspunkte. Das? Nein. So. Ja, definitiv eine sehr interessante Erfahrung, total zerstückelt zu werden und sich durchgehend mit Stimpaks aufzupuschen. Okay. Was ist hier noch überhaupt für irgendwas? Hm. Oh, da geht's runter. Runter, runter klingt gefährlich. Ist hier oben noch was? Dann mach das doch mal so. Nimm bitte ein so ein Ding, mach das an. Damit, wenn wir unten ankommen, wir gleich das Leuchtding auf den Boden schmeißen können. Damit wir besser sehen. So. Bitte nicht 3 auf einmal. Oh. Gar keiner. So, wir sehen... Eine Deathclaw. Oh, das ist doch gut machbar. Können wir von hier aus... Kopf. Und einen Schritt zurück.
Oh, das ist echt nur eine. Ja, bist du irgendeine besondere Deathclaw? Du siehst Mutter Deathclaw. Oh Gott, okay. Aber ja, trotzdem gut, dass es nur ein Vieh ist. Das heißt, wir müssen uns nur auf ein Ding konzentrieren. Trotzdem schieß mal Kopf. Und geh einen Schritt zurück. Und Licht schmeißen werden wir nicht, weil sobald das Viech nah dran ist, treffen wir immer für 95. Das ist okay. Der linke Arm ist schwer verletzt. Das ist okay. Oh, warte, ich wollte mal testen. Burst-Modus. 22 Trefferpunkte. Kann Pech gewesen sein, aber nee, ich schieße lieber weiter mit dem hier. Oh, wir haben 2 Punkte über. Nachladen. So, Mama. Dann sag mal, wie viel Schaden du machst. Du schmeißt mich schon mal um. 15. Du schmeißt mich nicht um. Machst 12. Schmeißt. Ja. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. So. Also wäre der letzte Ding noch durchgegangen, dann tot. Wie angeschlagen siehst du aus? Sieht verletzt aus und hat schwer verletzte Gliedmaßen. Ja, nee. Also ich hätte jetzt theoretisch noch ein Stimpack nehmen können, um noch 5 Punkte zu bekommen. Aber ich denke, wir werden die Stimpacks brauchen. Also beende ich jetzt den Zug, habe mehr AC und hoffentlich weiche ich dann wieder einem Schlag von hier aus. Dogmeat, verkrüppel ihr irgendwas, dass sie mich nicht mehr trifft. Bitte. Und ihn geh näher ran, das ist... Du spürst die Schmerzen. Und tot. Jo. Dein Leben endet im Ödland. Jo. Na gut, ist vielleicht auch ganz gut so. Weil es ist ja doch einiges schiefgelaufen. Das heißt, wir laden den letzten Speicherstand. Das ist hier. Bevor wir bei Hightower einbrechen. Wir können also jetzt die Geschichte umschreiben. Wir könnten sagen, Albert merkt, dass er nicht in der Lage ist, eine komische Geldkassette zu knacken und Fallen zu entschärfen und alle am Leben zu lassen dabei. Das heißt, wir könnten direkt von hier aus zum Maltese Falcon gehen und den Auftrag von da annehmen. Ja. Ist jetzt zwar ein bisschen fragwürdig wegen Spielerwissen und so, aber geht halt nicht anders. Also es geht schon anders, aber will ich nicht anders. Das heißt, wir nehmen jetzt den Auftrag an. Nein, mit dir reden wir nicht. Wir nehmen den Auftrag an und jetzt töten wir ihn mal richtig. Job. Jo, okay. Du suchst also einen Albert, ja. Ganz Job. Einfach. Ja. Ist eine Frage der okay. Okay. Ja. Deckel. Deckel. So, und jetzt gehen wir da hin und jetzt machen wir das gleich von vornherein so und wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen und wir müssen nicht zigmal Zug beenden drücken. Einfach nur stupide töten. Also, hallo du. Bist du Ian? Du bist Ian. Du bist Ian. Okay, du weg. Jo. Komm da leer. Du. Weg. Oh. Daneben geschossen bei 95. Ja, kann passieren, aber ist ungewöhnlich. Nicht meinen Hund töten. Die Ehre gebührt mir, wenn ich später irgendwann mit einer richtig schweren Kanone daneben schieße. Dann darf ich meinen Hund töten, aus Versehen. Aber nicht du. Nicht komische kleine Frau mit einem Pistölchen. Ians große Pistole allerdings. Doch, mit Witwe für 22 getroffen. So. Zack.